Hey Game Arenas, du bist der Marc, der B-Mac. Und wir spielen Rats Instagib für alle Ute und Quake-Spieler. Instagib, ein ganz beliebter Modus. Für alle Railgun-Fans vor allem. Was muss man da machen? Man hat den Gegner, man hat genau eine Pistole und einen Schuss. Und wenn der Schuss trifft, ist die Person tot. So einfach ist es. Und das Game könnt ihr kaufen bei Steam, kostet 8 Franken oder so. Es gibt verschiedene Modi, Deathmatch, das kennen wir, Freeze Tag. Das ist im Prinzip, du musst halt Gegner in einer gewissen Zeit abschießen, oder gewünscht. Duell, könnt ihr euch vorstellen, was das ist, 1 gegen 1. Dann gibt es noch Capture the Flag, habe ich bis jetzt noch nie gespielt. Team Deathmatch und noch Survival, das habe ich auch noch nicht wirklich gespielt, das ist glaube ich gegen Bots. Ja. Komm, wir spielen doch mal ein Duell, da ist auch noch gerade der Raum offen, vielleicht können wir auch gerade rein. Ja, können wir. Wir spielen gegen Bomb. Mal schauen, ob wir etwas können. Ich bin normalerweise jetzt so der Duell-Typ. Übrigens eben, das Ding kostet gerade knapp 9 Franken, das ist wirklich bombengünstig. Da unten ist der John Cena und. Oh shit. Ja, da runter da. Ja, da ist die Chance hin, oder? Hat's Duell hier. Er kommt wie blöd rum. Kann ich natürlich auch. Oh! Mit dem Rechtsklick kann man auch so wie einen Rocket Jump machen. Das seht ihr da hier. Ja, oh, da hat er mich. Haha, Headshot sogar, Leute. Und, hey, hello. Hey. Wo ist der Gegner? Wait. Jetzt wollte er warten. Ja, ist der Bomb tot. Wo ist der Bomb? Da! Oh mein Gott! Ja. Ah, schau jetzt mal das an, du. Da kommen meine alten Quake-Skills gerade wieder führen, du. Ihr seht, eigentlich ist das Spiel urenputzen einfach, aber es ist halt gleich irgendwie. Gerade mit dem Rocket Jump. Oh! Oh! Ja. Was macht er? Und ich kann hier so gumpen. Seht ihr da hier? Da kommt der Ruhe. Oh shit. Ja. Er schießt gar nicht auf ihn. Was macht er? Ist der ein bisschen aufgekommen? Ah, schau jetzt. Ja, doch, er ist da. Okay. Oh mein Gott. Oh! Ah! Jetzt kommt der Comeback von ihm, vom Bomb. Schade. Ja, hab ich. Haha! Ah, da stopp. Oh, da bist du! Das mit dem Rocket Jump habe ich noch Huren im Griff. Hey! Was ist denn hier? Da ist er. Ja,
Bam! Gewonnen! Da hat er Freude, wie ich ratte, wie er tanzt. He. Also ihr seht, es ist wirklich so ein bisschen für die Quake-Spieler so, die wieder mal etwas anderes wollen. Und Fans von Instagram, ich finde, es macht richtig Spass. Es gibt Tonnen von Maps schon jetzt, Custom-Maps, von alten Quake-Maps, die du kannst spielen. Und. Einziges Manko ist, es hat nicht so viel Server, aber spielst noch relativ neu. Eben, kommt 9 Stutz. Ich finde, es macht huren Spass. Es ist wirklich so ein herziges Spiel. Ist vielleicht irgendetwas für die LAN-Party mit ein Kollegen zu spielen. Ich finde es absolut grandios. Von fünf Quad-Kills gibt es. Ja. 3. Es könnte noch ein bisschen besser sein mit Animationen und so. Maps sind zum Teil noch so ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich macht es riesen Spass. Von mir gibt es ein Thumbs Up. Und ich bin wundern, ob ihr auch mal das Spiel spielen wollt, ob ihr es so gekauft habt, wie ihr so dran seid. Dort unten kommentieren, ob ihr rechts könnt abonnieren könnt.